Sie zitieren auch den Koran. Das heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Zwang ist wertlos. Unter vorgehaltener Pistole oder Messer zwingst du jemanden, das Glaubensbekenntnis des Islam vorzulesen. Und der Mensch ist gezwungen, es zu lesen. Was ist es wert? Nichts. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber die Anspielung ist, dass die Muslime Zwang ausüben. Ich sagte, schau mein Bruder, Shurush, du bist der Beweis, dass die Muslime seit 1400 Jahren keinen Zwang ausgeübt haben. Seit 1400 Jahren lebst du und deine anderen Christen, die jetzt eine Zahl von 14 Millionen sind, in unserer Mitte. In Ägypten hatten die Muslime für 1400 Jahren die Herrschaft über das Land. Für ein paar Jahre kamen die Franzosen, für ein paar Jahre kamen die Engländer. Aber die ganze Zeit von 1400 Jahren haben die Muslime das Land regiert. Und doch, heutzutage kannst du sehen, dass es 10 Millionen koptische Christen in Ägypten gibt. Wenn es irgendeine Art von Zwang gegeben hätte, dann hätten sie nicht einen einzigen Christen im Land übrig gelassen. Die Muslime, die 800 Jahre Spanien regierten. 800 Jahre. Weil wir versagt haben, die Botschaft zu überbringen, wurden wir rausgeworfen. Wir wurden rausgeworfen. Schande über uns. Wir haben unsere Pflichten nicht erfüllt. Aber hätten sie irgendwelche Art von Druck gebraucht, selbst ökonomischen Druck, über 800 Jahre, dann hätten sie keinen einzigen Christen in ihrem Land gelassen. Wir Muslime regierten 1000 Jahre lang Indien. Aber nach 1000 Jahren islamischer Herrschaft wurde letztendlich aufgeteilt. Die Muslime haben ein Viertel bekommen, die Hindus drei Viertel. Warum? Weil wir unsere Pflicht nicht erfüllt haben. Wir haben keinen Zwang ausgeübt. Und was für eine muslimische Armee ist nach Indonesien gegangen? Was für eine muslimische Armee ist nach Nigeria gegangen? Was für Muslime haben die Ostküste Afrikas erobert? Welche muslimische Armee? Heutzutage kommen Briten und Amerikaner zum Islam. Ich möchte wissen, welches Schwert? Welches Schwert? Was für ein Schwert benutzt der Muslim? Das Schwert des Verstandes. George Bernard Shaw sagte, wenn eine Religion die Chance hat, England oder Europa in den nächsten 100 Jahren zu erobern, dann ist dies sicherlich der Islam. Schaut, Bernard Shaw hatte die Voraussicht. Aber wir Muslime, wir sind dem Islam nicht gerecht geworden. Bei Gott, wir haben versagt. Wir haben noch keinen Anfang gemacht. Wir glauben, sicherlich, wir glauben. Doch wir haben noch keinen Anfang gemacht. Und das ist unser Problem. Die Vorhersehung spricht für uns. Bei Gott, sie spricht für uns. Der Islam ist die jüngste Religion, die Lebensweise, der Führer. Er wird alle verdrängen, alle planieren. Sei es nun Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Kommunismus, Judentum, Atheismus. Schwert. Ich frage, was für ein Schwert? Thomas Carlyle, im Jahre 1840, hat hier einige Vorträge gehalten, in Großbritannien, in England. Thomas Carlyle, eines der größten Dinge des letzten Jahrhunderts, Thomas Carlyle. Und er sagte, das Schwert. Und er sagte, das Schwert, in der Tat. Aber woher bekommst du dein Schwert? Die Verbreitung jeder neuen Ansicht. Von einem einzelnen Menschen, dass er ein Schwert nimmt und versucht damit etwas zu verbreiten. Es wird ihm wenig nützen. Zuerst musst du dein Schwert holen. Und woher bekommst du dein Schwert? Durch den Intellekt, durch Beweisführung. Allah sagt, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit.
das Schwert des Intellekts, der Weisheit und mit schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Das ist das Schwert.